den ganzen Gästen hier bedanken, die heute zur Eröffnung pünktlich erschienen sind. Ja, und ich möchte mich natürlich auch bedanken bei unseren Mitarbeitern von unserer neuen Zentralbank hier. Bei der Apellanischen Zentralbank für den großen Einsatz in den letzten Wochen und Monaten, um das hier auf die Beine zu stellen, ist wirklich großartig geworden. Ich glaube, das ist unser neues Statussymbol für Sicherheit, Stabilität. Wird nochmal für Aktien. Und natürlich wird es hier auch die Möglichkeit geben, in Aktien zu investieren. Kauft Aktien! Und Sparbücher anzulegen. All das hier in diesem kleinen, aber sehr feinen Gebäude. Ja. Wir sind uns sicher, dass Ihr Geld hier wirklich sicher verwahrt wird, gut angelegt wird, mit dem kleinstmöglichsten Risiko. Und dass wir alle, dass ganz Apelhatten von dieser neuen Bank auch profitieren wird. Absolut. Ja. Ich würde sagen, wir schreiten zur Tat. Spannung ist spannend. Wo sind die Fotografen? Hier, ich filme doch. Wo müssen wir, in welche Kamera müssen wir gucken? Ja, jetzt ist natürlich die Frage, in welche Kamera wir gucken müssen. Ein ganz großer Augenblick für uns hier. Also, damit erklären wir hier die Bank als... Offiziell. Als... Eröffnet. Insgesamt wurden 60.000 Euro geklaut. Ich kann da was retten lassen. Fingerabdrücke dran. Alles voll. Gibt's da nicht. Das ist ein Zeig mal. Das ist ein Fotografier. Das ist ein Eisen, Flo und noch jemand. Nicht so. Zeig mal hier. Guck mal, zwei. Räum das doch hier mal hier weg. Jungs. Und Jojo hat gesagt, er bezahlt es. Das heißt, ein freies Essen im Kerzenschein. Ja oder nein? Ja. Oh! Spannung, Spannung, Spannung. Jetzt Michelle. Ja. Oh! Da haben wir das erste Pärchen, das heute beim Candlelight-Dinner teilnimmt. Super, Dankeschön. Ich habe voll Kram. Ja? Nochmal. Gibt es mehrere Zeitungen raus im Laufe des Tages? Ja, es gibt noch eine Abendzeitung. Tiefer. Ja. Mach das erstmal. Liebter Christian, als ich dich das erste Mal sah, war mir sofort klar, dass du der Einzige für mich bist. Mir war egal, was alle anderen dazu sagten. Nur unsere Liebe zählt. Und dass wir auch immer so bleiben, wie wir sind. Uns nur ein paar Mal auf dem Flur begegnen. Dein Lächeln ist so schön. Wir aufgehen so zusammen. Ich habe die ganze Zeit auf unser 2 Wochen? Auf unser gemeinsamen 2 Wochen gefreut. Das Beste überhaupt war, dass wir zusammen in einem Zimmer sind. Aber dann kam es noch viel besser. Wir schlafen nebeneinander. Deshalb frage ich dich, willst du mich heiraten? Ja. Christian, was sagst du dazu? Christian, was sagst du dazu? Ja, auf jeden Fall. Wann ist der Termin zum Heiraten? Heute Abend. Oh mein Gott. Wir sind ein hochspezialisierter Meisterbetrieb für feinste Schmuckstücke. Bei uns bekommen Sie vom Ring über die Brosche, Ohrring, Kette, Armband, nahezu die gesamte Palette in perfekter Ausführungsqualität hier unsere Mitarbeiter. Darf ich vorstellen? Nathalie, besonders speziell auf Broschen und Ringe spezialisiert. Dann haben wir Lara, Spezialgebiet Ketten. Die bezaubernde Chantal, die sich besonders mit Armbändern beschäftigt. Und dann noch unseren Azubi Paul, der besonders gerne...
Gerne Armbänder bauen. Wir haben da vorne eine kleine Auswahl unserer bisher gefertigten Stücke. Gott, wird mit Tee geschrieben. Ich will nur ein Arm. Er hat das wirklich falsch geschrieben. Ja, hast du. Warte, ich mach das wieder auf. Ja, genau. Wir können auch keine Vorschau mehr, weil die auch schon. Ehrlich, Baum. Okay, weiter. Das ist auch geil. Noch mehr? Und seid ihr mehr auf Gewinn aus oder seid ihr mehr auf... Nein, wir sind ein nahezu gemeinnütziges Unternehmen und wir müssen natürlich auch ein bisschen was verdienen, um zu überleben. Aber natürlich bei uns ist auch die Spaß an der Sache ganz, ganz wichtig. Das heißt, und wir wollen einfach guten Schmuck machen. Und wie teuer ist jetzt zum Beispiel eine Kette oder so bei euch? Das kommt auf die Ausführungsqualität, die Größe an und was es genau ist. Das verwendete Material, das richtet sich ganz danach. Ja, okay. Okay. Dann ja, sagen wir Dankeschön. Dann Dankeschön und viel Erfolg noch. Tschüss. Ja. Romina, ich spüre schon seit langem, dass du und ich füreinander bestimmt sind. Als wir uns trennten, war dies der traurigste Einschnitt in meinem noch so jungen Leben. Ich habe gemerkt, ich kann nur mit dir funktionieren. Deshalb frage ich dich, willst du mich heiraten? Ja. Meine Gruppe.